FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 106. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. In den letzten Folgen haben Hannes und ich oft Zwiegespräche geführt, nachdem wir das Jubiläum, die 100. Folge, mit Gast begangen haben. Nun ist es an der Zeit, einmal wieder einen Gast in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Um wen handelt es sich denn, lieber Hannes? Grüß dich, Alexander. Danke für die nette Einleitung. Ich freue mich auch, dass wir wieder einmal eine Episode mit Gast aufzeichnen. Und es ist nicht irgendwer, sondern jemand, insbesondere du eben in einem ganz besonderen Kontext kennengelernt hast. Das war nämlich eine Konferenz, eine sogenannte Grassroots-Conference, die Freunde des Lesekreises in Heidelberg organisiert haben. Und zwar Julian Mergans und Malte Schlenker haben da eine Tagung gemacht, bei dem sie unseren heutigen Gast auch schon als Gast begrüßen durften. Und wir freuen uns, hier eine Kontinuität herzustellen zwischen den Satelliten FIPSIs und FIPSI selbst und dich hier, Diego D'Angelo, bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch. Wie es für FIPSI lange Tradition ist, gehe ich nun dazu über, unseren Gast vorzustellen. Dr. Diego D'Angelo hat in Mailand Philosophie, Kommunikationswissenschaften und Linguistik studiert, um dann zur Entstehung des Selbstbewusstseins in der ideengeschichtlichen Folge von Darwin und Merleau-Ponty seine Abschlussarbeit zu veröffentlichen, die in der Zeitschrift Noema Revista di Philosophia erschienen ist. Im Anschluss wurde er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau promoviert und es ist wohl eine Kütitel-Betreuung gewesen, denn diese Doktorarbeit ist auch an der Universität degli Studi di Milano angebunden gewesen. Das Thema dieser Promotionsarbeit ist ein philosophisches. Sie hat sich den Zeichenhorizonten gewidmet und damit der Frage, wie die Semiotik mit der Phänomenologie zusammenpasst oder wie sie zusammengehören. Deswegen ergibt sich der Untertitel Semiotische Strukturen in Husserls Phänomenologie der Wahrnehmung. Im Anschluss an seine Zeit in Freiburg hat Diego als Postdoc und Research Fellow am Husserl-Archiv in Leuven gearbeitet, in Belgien, und ein Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Landau, bevor er dann ein Stipendiat des sogenannten Human Dynamics Center des HDC in Würzburg angetreten hat, wo er auch noch heute arbeitet. In seinen wissenschaftlichen Tätigkeitsbereichen zeichnet sich Diego durch eine Multilingualität aus. Er hat in drei Sprachen gearbeitet, sowohl seine eigenen Texte in Englisch, Deutsch und Italienisch verfasst, als auch Übersetzungen vorgenommen, zum Beispiel von Karl Jaspers und Günter Figall ins Italienische, aber auch von Gianni Vattimo ins Deutsche. Ferner hat er sich als Herausgeber betätigt, zum Beispiel eine Special Issues der Zeitschrift Meta, Research in Phenomenology, Hermeneutics and Practical Philosophy 2014 zum neuen Realismus. Seine Publikationen drehen sich sowohl um die Semiotik als auch um den Aufmerksamkeitsbegriff, der auch Thema unserer heutigen Folge sein wird. Ich möchte hervorheben eine Publikation aus dem Jahr 2020, die er alleine als Autor verfasst hat, The Phenomenology of Embodied Attention. Phenomenology and the Cognitive Sciences war hier das Outlet, das Journal. In einem ähnlichen thematischen Zusammenhang 2018 im Hausjournal der deutschsprachigen Phänomenologie in den phänomenologischen Forschungen ein Text mit dem Titel A Phenomenology of Creative Attention.
Jetzt ist es also so, dass wir uns fragen können, wie in Diego de Angelos Werk die beiden Konzepte, die beiden Themen Semiotik, Zeichentheorie und Aufmerksamkeit zusammenpassen. Und ich möchte deswegen eine kurze Passage aus der Zeichenhorizont-Schrift zitieren. Dort schreibt Diego D'Angelo: Anders als in großen Teilen der bisherigen Forschung angenommen, ist der husserlsche Zeichenbegriff keineswegs auf eine stellvertretende Funktion zu reduzieren, sondern stellt sich als ein dynamischer Hinweis dar. Dieses Hinweisen ist wiederum als A eine Motivation, B eine Tendenz und C eine Aufmerksamkeits- und Interessenverschiebung, praktisches Schließen, aber auch wenn man den der Anzeige innewohnenden Hinweis berücksichtigt, D als eine Korrelation von sollen und können und E als eine Zumutung aufzufassen, die das Subjekt affiziert und von einem Gegebenen auf ein Mitgegebenes verweist. Was wir hier in dieser Passage begreifen können, sage ich jetzt, nachdem ich das Zitat geschlossen habe, ist, dass wenn Diego D'Angelo mit Rückgriff auf Husserl von Zeichen spricht, es sich nicht einfach nur um das, was wir aus dem Alltag als eine bildliche Repräsentation kennen, handelt, sondern um ein die Erfahrungsstruktur gestaltendes Moment unseres Bewusstseins und des Aufbaus der Erfahrung. Zeichen heißt hier also mehr. Zeichen ist ein Hinweisen, dass unser Aufmerksamkeit eine Richtung geben kann. Und so ergibt sich eine natürliche Beziehung zwischen Zeichen, Aufmerksamkeit und Interesse, die mich selbst fasziniert und auch in der aktuellen Debatte unter dem Begriff Affordances immer wieder diskutiert wird. Selbstverständlich ist das in höchstem Maße für die Psychologie relevant und darüber wollen wir auch heute sprechen. Aufmerksamkeit ist eines der Lieblingsthemen der kognitivistischen Psychologie und steht hoch im Kurs. Auch bei FIPSI haben wir schon einmal darüber gesprochen, im Zusammenhang des Mind-Wandering-Problems, das wir mit Jan Rummel vor etwa 10 Folgen besprochen haben. In diesem Sinne findet sich hier thematische Kontinuität und heute wollen wir eine dezidiert philosophische Perspektive einnehmen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon bei dir, Diego, und möchte dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, lieber Alexander, nicht nur nochmals für die schöne Einladung, hier teilnehmen zu dürfen, sondern auch für die recht ausführliche Vorstellung, die mich sehr gefreut hat. Und vor allem natürlich auch für den Verweis auf meine Dissertation, ein Werk, das für mich schon einigermaßen sozusagen in der Vergangenheit liegt. Insofern, als ich mich eben vor allem mit aufmerksamkeitsverbundenen Fragen beschäftige im Moment, aber die immer noch im Hintergrund meiner ganzen Forschung steht. Und in dem Zitat, das du hervorgehoben hast, könnte man vielleicht tatsächlich auch versuchen, zumindest einen Leitfaden zu sehen zwischen meiner eher immanenten Husserl-Forschung aus der Promotionszeit und der gegenwärtigen, eher systematisch ausgerichteten Aufmerksamkeitsforschung. Und ich glaube, dass dieser Leitfaden sich eben um den Begriff des Zeichens drehen würde. Wie du gesagt hast, ich finde, das hast du sehr schön interpretiert. Es geht wirklich nicht um klassische semiotischen Strukturen im Sinne von etwas steht für etwas anderes, das klassische aliquid stat pro aliquo, sondern Husserl versucht, das Zeichen wirklich als eine dynamische Figur zu interpretieren. Und wenn man es so auslegt, wie ich es vorschlage in meiner Dissertation, die ja bei Springer erschienen ist, dann sind diese Zeichen sozusagen in allen unseren Wahrnehmungserfahrungen irgendwie mit drin, irgendwie mit dabei. Die leiten unsere Erfahrungen, unsere Wahrnehmungen, die orientieren auch unsere Bewegungen sozusagen ganz alltäglich. Und die Frage, die sich für mich dann auch tatsächlich gestellt hat, ist, wie funktioniert eigentlich diese lenkende Funktion von Zeichen. Und dafür ist natürlich eben die Rolle der Aufmerksamkeit besonders zentral, besonders relevant. Allerdings
war es für mich ein bisschen enttäuschend als sozusagen Husserl-Forscher, was ich sicherlich von Hause aus auch bin, zu sehen, dass Husserl eigentlich ein sehr klassisches, ein sehr traditionelles Bild der Aufmerksamkeit vertritt. Wenn man sich einige seiner Werken anschaut, natürlich nicht nur das einschlägige Band der gesammelten Werke, also der Husserlianer zur Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, sondern auch die Passagen aus Ideen 1 anschaut, dann sieht man, dass das für Husserl Aufmerksamkeit irgendwie nur eine Modifikation unserer Erfahrung ist. Ja? Also wir nehmen irgendwie die Welt wahr und dann kommt Aufmerksamkeit hinzu, modifiziert unsere Wahrnehmung, modifiziert vielleicht auch tatsächlich unseren Zugang zu den Phänomenen, das auf jeden Fall. Aber die eigenständige Leistung der Aufmerksamkeit, und darum geht es mir auch im Folgenden, wird von ihm, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, einen interessanteren Ansatz finden zu können, tatsächlich bei jemand, der natürlich sehr intensiv selbst Husserl studiert hat, nämlich Maurice Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung. Für die Expertinnen unter den Zuhörern und unter euch könnte sich natürlich die Frage stellen, echt jetzt bei Merleau-Ponty Aufmerksamkeit? Und die Frage ist durchaus berechtigt. Und zwar in dem Sinne, dass Merleau-Ponty tatsächlich im Grunde genommen nur so ungefähr 5 Seiten, zumindest so in der französischen Originalausgabe, nur 5 Seiten über den Aufmerksamkeitsbegriff schreibt. Und an einer Stelle kommt sogar der berühmt-berüchtigte Satz vor: Aufmerksamkeit, das gibt's nicht. Ja, und dann könnte man sagen, ja, Herr D'Angelo oder Diego, was machst du da eigentlich mit Merleau-Ponty? Ja, der Versuch ist, diese Seiten, die zugegebenermaßen sehr knapp sind, aber doch auf eine produktive Art und Weise zu interpretieren. Ich glaube nämlich nicht, dass der Satz, die Aufmerksamkeit gibt es nicht, tatsächlich sich auf den ganzen Begriff der Aufmerksamkeit bezieht, sondern nur auf eine sehr besondere und traditionelle Art und Weise, die Aufmerksamkeit zu verstehen. Was ist diese traditionelle Aufmerksamkeit, also dieses traditionelle Aufmerksamkeitsverständnis, das Merleau-Ponty vermeiden möchte? Das bezeichnet er, und das bezeichne ich auch dann in einer Reihe von Veröffentlichungen, als die Blickstrahlmetaphorik. Ja, vor allem, wenn man sich auch die heutige Forschung über die Aufmerksamkeit anschaut, sieht man, dass Aufmerksamkeit tatsächlich oft sozusagen entlang einer solchen Metaphorik gedacht wird. Was ist Aufmerksamkeit? Eine Art Blickstrahl, ein Lichtkegel, dass das Ich oder die Augen oder was auch immer auf die Gegenstände irgendwie wirft. Und dieser Blickstrahl, dieser Lichtkegel macht im Grunde genommen nur eine Sache richtig gut, nämlich diese Gegenstände, auf die er gerichtet ist, ins Licht zu setzen, zu beleuchten, klarer zum Vorschein zu bringen, was auch immer sonst. Und Merleau-Ponty hat vor allem zwei Einwände gegen diese Theorie. Merleau-Ponty sagt im Grunde genommen, ja, aber das ist zu wenig. Merleau-Ponty sagt, die Aufmerksamkeit macht viel mehr als das. Die Gegenstände, die durch Aufmerksamkeit stärker in den Vordergrund rücken, sind nicht genau dieselben wie vorher, wie bevor die Aufmerksamkeit sozusagen ihre Funktion ausgeübt hat. Aufmerksamkeit hat, sagt Merleau-Ponty, eine kreative Funktion. Oh ja, und daran schließe ich direkt an. Die verändert unsere Erfahrung, die verändert auf eine grundlegende Art und Weise die Gegenstände, mit denen wir auch beschäftigt sind, sozusagen in unserem Alltag. Und dieser Aspekt interessiert mich. Zum anderen, das ist vielleicht der zweite Kritikpunkt von Merleau-Ponty, geht es ihm darum zu sagen, Aufmerksamkeit ist keine reine intellektuelle Tätigkeit, ist nicht etwas, das nur the mind oder der Geist oder wie auch immer macht, sondern ist auch unter anderem eine körperliche Funktion, eine Existenzweise, könnte man natürlich auch sagen, eine Existenzweise, die den Leib auch mit einbezieht. Problematisch an Merleau-Ponty ist halt eben, dass er nur 5 Seiten darüber schreibt. Und dann habe ich es mir sozusagen ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diese Gedanken, die wirklich sehr, sehr knapp formuliert sind, ein bisschen weiterzuführen. Und diese Weiterführung passiert für mich natürlich nicht nur im Gespräch mit anderen Stimmen aus der phänomenologischen Tradition, sei es Husserl selbst, sei es gegenwärtigeren Beiträgen wie das hervorragende Buch von Bernhard Waldenfels zur Phänomenologie der Aufmerksamkeit, sondern auch eben mit anderen Traditionen. Andere Traditionen, natürlich auch in der Philosophie selbst, wichtige Impulse
Impulse bekomme ich zum Beispiel aus Kant, der einiges zu sagen hatte über die Aufmerksamkeit, aber auch natürlich aus der ganzen gegenwärtigen Debatten in der sogenannten Philosophy of Mind, also sagen wir mal so pauschal aus der eher analytisch orientierten Philosophie, die wirklich Wertvolles zu sagen hat zu dem Thema, aber natürlich auch sehr stark in Rücksprache mit den empirischen Wissenschaften, mit den Kognitionswissenschaften und dann natürlich auch mit der Psychologie, die auch eine zentrale Rolle spielt. Meine Monographie zum Thema, das Manuskript ist jetzt fast fertig. Ich sage das sehr mit Vorsicht. Das Manuskript ist auch fast fertig, ist eigentlich eine Habilitation und das wird auch von Kollegen und Kolleginnen aus der Psychologie hier in Würzburg mit betreut. Ich glaube, das reicht mir zunächst einmal als ganz allgemeine Einführung zum Thema. Hier habt erwähnt, dass es irgendwie Usus ist, dass man mit zwei Zitaten kommt. Und die würde ich auch gerne in Anschluss direkt anbinden. Der erste Zitat könnte natürlich nicht anders sein, ist von Merleau-Ponty selbst. Das ist für mich eine der wichtigsten Stellen, wo es um seine Konzeption der Aufmerksamkeit geht. Und das würde ich gerne kurz zitieren, wie gesagt, aus der Phänomenologie der Wahrnehmung. Merleau-Ponty schreibt, Aufmerken ist nicht lediglich zuvor schon Gegebenes klarer ins Licht zu setzen. Vielmehr ist es die Leistung der Aufmerksamkeit, solches Gegebene ursprünglich gestalthaft zu artikulieren. Dies ist das Wunder des Bewusstseins, durch Aufmerken Phänomene zum Erscheinen zu bringen, die die Einheit des Gegenstandes im gleichen Moment, in dem sie diese zerbrechen, in einer neuen Dimension wiederherstellen. So ist die Aufmerksamkeit nicht eine Assoziation von Bildern, noch der Rückgang eines bereits im Besitz seiner Gegenständen befindlichen Bewusstseins auf sich selbst, sondern die aktive Konstitution eines neuen Gegenstandes durch Thematisierung und Explikation von solchem, was zuvor nur gegenwärtig war als unbestimmter Horizont. In eins damit, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist der Gegenstand in jedem Augenblick aufs Neue ergriffen und neuerlich ihr unterworfen. Zitat Ende. Also das ist, glaube ich, die Stelle, wo Merleau-Ponty ganz klar sagt, ja, es geht eben bei der Aufmerksamkeit nicht darum, das, was schon da ist, irgendwie klarer zum Vorschein bringen zu lassen oder zu bringen, sondern es geht wirklich darum, eine Gestalt in unsere Erfahrung zu bringen, die Horizonte unserer Aufmerksamkeit anders zu gestalten. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht erwähnen möchte. Meine aktuelle Forschung beschäftigt sich vor allem mit der Aufmerksamkeit sozusagen aus einer wahrnehmungstheoretischen Perspektive. Mich interessieren eben solche Fragen. Was macht Wahrnehmung mit unserer was macht Aufmerksamkeit mit unserer Wahrnehmung aus? Aber das Thema der Aufmerksamkeit ist natürlich nicht nur in der Theorie der Wahrnehmung zentral, sondern auch zum Beispiel in der Ethik. Und das ist auch eine Schiene, die ich sozusagen ein bisschen nebenbei verfolge, im Moment vor allem in Lehrveranstaltungen, aber demnächst sicherlich auch in der Forschung, also zu untersuchen, inwiefern Aufmerksamkeit auch in einer Ethik oder in einer Moralphilosophie eine Rolle spielen kann. Und da würde ich gerne auf vielleicht meine Lieblingsphilosophin zurückgreifen. Ich glaube, ich habe zumindest zwei oder drei Lieblingsphilosophinnen, aber Iris Murdoch steht sicherlich ganz oben bei mir. Und zwar, weil sie eine der wichtigsten Vertreterinnen gewesen ist einer Ethik der Aufmerksamkeit. Und was sie entwickelt, leider für mein Gefühl auch zu sehr skizzenhaft. Ich glaube, die Ausarbeitung von den Details einer ethischen Aufmerksamkeitstheorie steht noch aus, aber ist durchaus spannend. Und die These von Iris Murdoch lässt sich so zusammenfassen, dass sie sagt, Aufmerksamkeit ist jedes Mal im Spiel, wo wir eine moralische Entscheidung treffen. Aufmerksamkeit ist sozusagen das, was uns erlaubt, die Welt, die Sachen so zu sehen, wie sie sind, was ja natürlich einen problematischen Realismus voraussetzt, zumindest gegenüber Merleau-Ponty, aber erst nachdem wir die Realität und natürlich auch andere Personen so sehen, wie sie tatsächlich sind, sind wir dazu imstande, moralische Entscheidungen zu treffen. Diesbezüglich ein Zitat, das zweite Zitat aus ihrem Werk The Sovereignty of Good. Soweit ich weiß, ist das Werk nicht ins Deutsche übertragen. Deswegen lese ich das Zitat einfach auf Englisch. Ich mache das langsam. Ich hoffe, dass mein Akzent das Verständnis nicht zu sehr hindert.
Also Iris Murdoch schreibt in The Sovereignty of Good: Do we really have to choose between an image of total freedom and an image of total determinism? Can we not give a more balanced or illuminating account of the matter? I suggest that we can, if we simply introduce into the picture the idea of attention or looking. If we consider what the work of attention is like, how continuously it goes on, and how imperceptibly it builds up structures of value around about us, we shall not be surprised that at crucial moments of choice, most of the business of choosing is already over. This does not imply that we are not free, certainly not. But it implies that the exercise of our freedom is a small piecemeal business which goes on all the time. The moral life, in this view, is something that goes on continually, not something that is switched on and off in between the occurrences of explicit moral choices. What happens in between such choices is indeed what is crucial. I would like to use, on the whole, the word attention. Attention is the effort to counteract states of illusions. Zitat Ende. Also dieser Drang sozusagen, die Realität so zu sehen, wie sie ist, das passiert durch Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist wirklich eine interessante Idee. Dieses Werk der Aufmerksamkeit ist für Iris Murdoch der zentrale Punkt für moralische Entscheidung, also für die Moral Life, wie sie das sagt. Ja, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ja, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diesen Impulsvortrag. Vielen Dank, dass du deine Ideen hier vorgestellt hast und sie auf so eine klar verständliche und anregende Weise auch präsentiert hast. Ich habe gleich mehrere Anmerkungen und werde mich aber darum bemühen, auch für im Sinne der Stringenz der Diskussion zu fokussieren. Und das Erste, das ich deshalb vorwegschicken möchte, auf das ich nicht näher eingehen möchte, aber es trotzdem nicht ungesagt sein lassen will, ist, dass diese Idee der Aufmerksamkeit als der Akt der Akt, durch den wir uns vor den Illusionen feien, quasi Hand in Hand gehen kann oder gehen wird auch, denke ich, mit dem Verständnis, dass in den verschiedenen sogenannten achtsamkeitsbasierten Meditationspraktiken vorgestellt wird. Und das ist sozusagen schon wieder ein Querschläger zu der Episode mit Jan Rummel, bei dem wir nicht nur über Mindwandering, sondern eben auch über Meditation gesprochen haben. Und eine der Grundideen dort ist es ja, im Moment anzukommen, nicht wahr? Und das durch eine gezielte Schulung der Aufmerksamkeit zu bewerkstelligen. Und ich habe gleich gesagt, ich möchte darauf jetzt nicht in aller Tiefe eingehen, aber ich möchte das schon einmal als ein mögliches Thema für unsere Diskussion markieren und vielleicht auch mit der Frage versehen, ob du dich denn schon mit diesem Zusammenhang der Meditationsforschung befasst hast und wenn ja, was es denn nun ist an der Aufmerksamkeit, dass es macht, dass wir, wenn wir sie eben auf diese Weise einsetzen, es auch zu so etwas wie einer Transformation des Selbst kommt, ja, oder einer Einkehr des Selbst zu sich. Also was ist es an der Aufmerksamkeit, dass dann auch die Stimmung und so weiter den Weltbezug schlussendlich modifiziert. Das als das Präludium. Jetzt möchte ich zum Kommentar kommen, der wesentlich näher an dem liegt, von dem du wirklich gesprochen hast. Und das ist eine phänomenologische Reflexion auf das Gesagte. Und da scheint es ja zunächst einmal so zu sein, als wäre die Aufmerksamkeit ein Unding, ja, etwas, das die Phänomenologie in ihrer Arbeitsweise grundsätzlich in Frage stellt und gefährdet. Zumindest könnte man das meinen, ja, wenn man ein vulgäres Verständnis der Phänomenologie nahelegt, dass sie die Studie von den Wesenheiten wäre oder dass es eben immer um die Verklammerung intentionales Objekt, intentionaler Akt gehen würde, dann würde man ja gleich feststellen, dass die Aufmerksamkeit nicht unter dieses Schema gefasst werden kann. Ja? Es gibt nicht das eine Objekt der Aufmerksamkeit, so wie der Hass sich beispielsweise auf das Hassenswerte richtet. Richtet sich die Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf das Aufmerkenswerte, auf das Aufmerkenswürdige, sondern sie untersteht einer gewissen Freiheit in dem Sinn, dass sie eigentlich einen jeden Akt begleiten kann. Und so ist das eben auch, so wird sie eben auch bestimmt von Husserl, wenn er sie als
eine Grundart der intentionalen Modifikation beschreibt. Ja? Also die Aufmerksamkeit ist nicht selbst etwas, ein intentionales Erlebnis, sondern es ist eine Grundart der intentionalen Modifikation. Und jetzt hat die Phänomenologie, die ja über die Denkart Husserls hinausgeht, wie wir alle wissen, verschiedene Richtungen angezeigt, in der dieses Moment der Modifikation aufgefasst werden kann. Und ich zitiere da eine ganz kurze Passage aus dem Wörterbuch von Vetter. Da heißt es, also das Wörterbuch phänomenologischer Grundbegriffe, da heißt es: In der Phänomenologie spannen sich die Bedeutungsrichtungen über einen sensualistischen Dispositionsbegriff, einen kognitiven Apperzeptionsbegriff hin zu einem voluntaristischen Begriff. Zitat Ende. Also es werden drei Richtungen unterschieden, eine sensualistische, eine kognitivistische, eine voluntaristische Richtung in der Aufmerksamkeitstheorie. Du hast dich bereits abgegrenzt von der sensualistischen Richtung, die die Aufmerksamkeit als Assoziation von Wahrnehmungsinhalten beispielsweise auffassen könnte. Du hast einiges gesagt zum kognitiven Apperzeptionsbegriff. Ich glaube, da ist nahegelegt durch den Ausgangspunkt von Husserl. Der voluntaristische Begriff schien mir allerdings noch etwas im Hintergrund zu sein. Es gibt da ja jetzt verschiedene Auffassungen. Ja? Klassischerweise würde man sagen, die voluntaristische Auffassung der Aufmerksamkeit besagt, dass das Aufmerken immer auch einen Willensakt intendiert, sodass wir uns beispielsweise bewusst entscheiden, einem Thema uns zuzuwenden, auf es aufzumerken. So kann man das auffassen. Man könnte es aber, und das ist das Angebot, mit dem ich jetzt auch den Redebeitrag beenden und an dich übergeben will, Diego. Man könnte aber eben auch sagen, dass der voluntaristische Begriff vielleicht dasjenige ist, das am geeignetsten dazu ist, diese kreative Komponente der Aufmerksamkeit zu erarbeiten, von der du gesprochen hast. Und das war ja auch der Topos in deinem ersten verlesenen Zitat, dass es in der Aufmerksamkeit darum geht, die Horizonte des Bewusstseins zu verändern, eine Gestalt gleichsam zu zerstören und aufzubauen. Also hier gibt es so dieses, denke ich, zu Recht begriffene, zu Recht so betitelte Moment der Kreativität der Aufmerksamkeit. Und das wäre jetzt meine Frage an dich. Würdest du das voluntaristisch auffassen? Oder ist es, und das ist meine Vermutung, ist es doch nochmal etwas anderes, etwas Grundsätzlicheres? Ja, vielen Dank für die spannenden und sehr klaren Ausführungen. Ich fange gerne mit einer letzten Frage an, also zum Voluntarismus, weil mir das die Möglichkeit gibt, da einiges einzuführen, die ich dann aber auch gerne für die Frage nach der Achtsamkeit wieder verwenden kann. Zum einen, ich glaube nicht tatsächlich, dass Aufmerksamkeit so ein gefährliches Konzept sein kann für die Phänomenologie. Es stimmt natürlich, dass lässt sich nicht so ganz an dieser Struktur, Intention, Gegenstand festnageln. Ich glaube, das ist korrekt, aber das wäre eben, wie du auch natürlich erwähnt hast, eine ziemlich, eine ziemlich oberflächliche Lektüre der phänomenologischen Einstellung. Ich glaube, es geht vielmehr darum, zu sagen, Aufmerksamkeit ist etwas, das uns tatsächlich auch ständig begleitet, wie Husserl das auch richtig sagt, vielleicht später noch einmal was dazu, aber dass das auch etwas mit unserer Erfahrung macht. Und die Phänomenologie gibt uns zumindest die Werkzeuge an die Hand, wie wir das am besten untersuchen können. Sicherlich nicht jede Erfahrung der Aufmerksamkeit ist auf einen Gegenstand gerichtet oder auf einem aufmerksamkeitswerten Gegenstand gerichtet, zumindest nicht in einem simplen Verständnis vom Gegenstandsbegriff. Aber das lässt sich insofern ganz schön phänomenologisch herangehen, weil wir ja eine personale Erfahrung von Aufmerksamkeit haben. Das können wir beschreiben. Und sicherlich im Vergleich zur husserlschen Phänomenologie müssen wir einige Werkzeuge eben auch aktualisieren und anders fassen. Und in diesem Zusammenhang vielleicht ganz, ganz interessant, dass ich versuche, Aufmerksamkeit eben nicht als ein Erlebnis oder als eine Modifikation von Erlebnissen zu verstehen, sondern als eine Praxis. Also Aufmerksamkeit ist etwas, was wir tun. Und das antwortet direkt auch eben auf diese
auf diesem Versuch der Zuordnung sozusagen meiner Theorie Sensualismus sicher nicht, auf jeden Fall keine Assoziation, keine Empirie im engeren Sinne ist da im Spiel, also Empirie der Sinneseindrücke ist ja im Spiel. Sicherlich auch kein reiner Kognitivismus, das wird schon dadurch untermauert, dass ich eben die leiblichen Komponenten betonen möchte und dieses Verständnis der Aufmerksamkeit als Praxis, also es ist, wie Merleau-Ponty auch sagt, nicht etwas, das the mind macht oder der Geist macht, sondern wir sind gänzlich persönlich involviert, wenn wir aufmerksam sind. Stellt sich natürlich aber die Frage, die du zu Recht auch hervorgehoben hast, wie ist das jetzt mit dem Willen? Ist jede Erfahrung der Aufmerksamkeit auch mit einem Willensakt irgendwie verbunden? In meiner Arbeit versuche ich einige unterschiedliche Grundtypen der Aufmerksamkeit zu unterscheiden. Ja, ich glaube, es fühlt sich anders an. Es ist phänomenologisch unterschiedlich, wenn ich jetzt eine aufmerksame Erfahrung von einem Konzert im Konzertsaal habe oder wenn ich eine andere Aufmerksamkeitserfahrung mache. Ich bin im Büro, ich schreibe meinen Artikel und plötzlich klingelt das Telefon. Ja. Und ich möchte eigentlich überhaupt nicht rangehen. Ich möchte meinen Satz zu Ende schreiben, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich am Telefon antworte, ist mein Gedanke weg. Dann brauche ich 2 Stunden, bevor ich wieder dazu komme. Trotzdem schaffe ich es nicht. Ich schaffe es nicht, meine Aufmerksamkeit gänzlich vom Ringen des Telefons abzulenken und nur mich auf den Bildschirm zu konzentrieren oder auf die Tastatur oder was auch immer. Ich glaube, solche Beispiele, die zeigen eine grundsätzlich andere Aufmerksamkeitserfahrung als eben das Aufmerken im Konzertsaal. Eine Aufmerksamkeitserfahrung, die ich vorschlagen würde, als spatische zu bezeichnen. Es ist eine Aufmerksamkeitserfahrung, der wir uns nicht widersetzen können. Die ist da. Wir können nichts dafür. Wenn ein Kind schreit oder wenn das Kind weint, da können wir auch nichts anderes tun, sozusagen. Es wäre schön, wenn Aufmerksamkeit gänzlich in unserer Macht liegen würde. Das ist aber sicherlich nicht der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es eine passende Beschreibung unserer Erfahrung wäre, wenn ich sage, ja, aber irgendwie willst du es doch, ans Telefon reinzugehen. Nein, ich will das ganz bestimmt nicht. Ich will eben nicht von meinem Nachbarn gestört zu werden, der laut Musik hört. Aber das geht halt nicht anders. Also kurz und knapp geantwortet, der Wille spielt eine zentrale Rolle in vielen unterschiedlichen Aufmerksamkeitserfahrungen, aber nicht in alle. Und so eine Kartografie von Aufmerksamkeitserfahrungen zu initiieren, zumindest, ist etwas, das mir sehr ans Herzen liegt. Und ich habe gesagt, eben diese erste Antwort auf deine letzte Frage würde mir die Möglichkeit geben, etwas einzuführen, das ich auch für diese Debatte zur Achtsamkeit verwenden kann. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Also ich glaube, dass eben diese Differenzierung von unterschiedlichen Aufmerksamkeitstypen auch absolut notwendig ist, wenn wir versuchen zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn wir eine Reihe von gezielten Übungen einsetzen, um bestimmte, ja, States of Mind hervorzurufen, die man als Mindfulness, als Achtsamkeit oder wie auch immer sonst bezeichnen kann. Ich habe tatsächlich gerade vor kurzem einen Aufsatz geschrieben zum Thema Mindfulness, der demnächst auch im Routledge Handbook of Phenomenology and Mindfulness erscheinen soll. Und ich habe versucht, da genau dasselbe zu machen, unterschiedlichen Typen von Mindfulness auseinanderzuhalten. Ich glaube, vor allem dafür plädieren zu können, oder zumindest, das ist mein Versuch, mal schauen, wie die Reaktionen dann aussehen, dafür plädieren zu können, dass Mindfulness keineswegs eben nur ein Zustand ist, den wir durch gezielte Meditationsübungen erreichen, sondern eben etwas ist, das wir auch aus alltäglichen Situationen kennen. Und genau das ist, so scheint es mir, was Iris Murdoch versucht zu beschreiben, auch in anderen Werken von ihr oder in anderen Passagen, wo sie sagt, ja, wir sind sozusagen vor Illusionen geschützt, dadurch, dass wir aufmerksam auf die Realität sind. Das passiert aber gerade nicht in solchen Zuständen, wo wir total eingenommen sind von dem, was zu tun ist. Ja, also ich habe heute einen vollen Plan für den Tag, ich muss 3000 Sachen machen oder 10.000 Sachen machen, wie die buddhistische Tradition das ausdrücken würde. Und deswegen bin ich ständig damit beschäftigt, also meine Aufmerksamkeit ist ständig damit beschäftigt, zu überlegen, was mache ich als nächstes, wie plane ich das am besten, wie nutze ich meine Zeit am besten. Das ist mit Momenten der Achtsamkeit oder der Mindfulness nicht zu vergleichen. Und trotzdem haben wir doch im Alltag solche Momente,
unterschiedlich, bei mir oft beim Joggen oder unter der Dusche oder wenn ich mich mit Freunden in der Kneipe treffe und ein Bier trinke, wo wir auch eine gewisse Gelassenheit erfahren und wo wir plötzlich eine Sache ganz anders sehen. Ja, wo ich plötzlich merke, ah, das Problem, das ich bei der Arbeit hatte, ist vielleicht nicht so unlösbar, wie ich dachte. Und das, diese Intuition kommt auf, gerade indem ich was ganz anderes mache, eben Dusche oder Joggen gehe oder mich unterhalte in der Kneipe oder was auch immer. Ich glaube, das sind eigentlich so Momente, wo wir plötzlich die Realität tatsächlich anders sehen, vielleicht, wo wir die Realität so sehen, wie sie tatsächlich ist, und die ich auch als solche Momente der Achtsamkeit beschreiben würde. Sicherlich ein anderes Verständnis der Achtsamkeit oder der Mindfulness, wie in großen Teilen der Forschung, die eher auf Übungen und meditativen Praktiken ausgerichtet ist, aber doch vielleicht etwas, das wir tatsächlich auch alle kennen, über die sich dann auch phänomenologisch besser reden lässt, weil wir nicht alle tatsächlich auch Erfahrung aus erster Hand von meditativen Praktiken haben, aber von solchen Mindfulness-States im Alltag vielleicht schon. Ich dachte daran, dass wir jetzt ja über Murdoch auf die Ethik gekommen sind, ich den Schwenker gemacht habe auf Achtsamkeit und Meditation. Und dass man hier natürlich immer die Kritik einladen wird, dass wir das Ganze zu säkularisiert sehen. Und es wäre verkehrt, die Rolle der Aufmerksamkeit in der Meditation auf Achtsamkeit und Nowness oder wie auch immer zu reduzieren, sondern dass ja eben auch eine divinatorische oder eben eine spirituelle Funktion zukommt, sodass das achtsame Leben im Sinne eines von Aufmerksamkeit durchdrungenen und strukturierten auch ein Leben wäre, das näher am Heiligen wäre, am Brahma beispielsweise. Ja. Ist das etwas, das eine Rolle spielt für dich? Ja, danke schön. Das ist wirklich eine interessante Frage. Und zwar, weil ich meiner Forschung tatsächlich versuche, so säkulär wie möglich zu bleiben. Das liegt sicherlich unter anderem auch an persönlichen Einstellungen. Aber natürlich, wenn es um eine Philosophie gehen soll oder auch nur natürlich in Anführungszeichen, nur um eine Phänomenologie gehen sollte, dann sollten wir natürlich schon versuchen, zumindest einen gewissen Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu erheben, in irgendeiner Form, wie genau, wäre natürlich das Thema für ein anderes Podcast. In der Mindfulness-Tradition ist es sicherlich der Fall, dass diese Nähe zum Heiligen, vielleicht könnte man das so bezeichnen, eine zentrale Rolle spielt. Und das ist deswegen interessant, weil eine weitere Autorin, die sehr intensiv über den Aufmerksamkeitsbegriff in der Ethik geschrieben hat, auch in diese Richtung geht, nämlich Simone Weil, die ja sehr viel über das Gebet geschrieben hat, auch als Moment der Aufmerksamkeit. Das ist eine Richtung, die man einschlagen kann. Problematisch ist das eben aus meiner Sicht auch aus demselben Grund, warum eine Phänomenologie von sozusagen meditativen Praktiken problematisch ist. Das ist nicht eine Erfahrung, die wir alle aus erster Hand machen bzw. machen können. Da brauchen wir sozusagen auch im Alltag eine gewisse religiöse Ausrichtung, um überhaupt so etwas erfahren zu können. Und deswegen versuche ich sozusagen in meinem phänomenologischen Ansatz so breit zu sprechen wie möglich, dass ich versuche, auch meine eigene Erfahrung ins Spiel zu bringen. Das wäre aber sicherlich etwas, wie gesagt, das berücksichtigt werden muss, um diesen Allgemeinheitsanspruch gerecht zu werden, ist etwas allerdings, das ich nicht selber beschreiben kann. Irgendwie fühlt es sich komisch an, eine Phänomenologie von etwas zu machen, das ich nicht in erster, also in eigenständiger Erfahrung erlebe. Hab Dank für eure bisherige Debatte, in die ich jetzt divergent eingreife. Ich habe nämlich meine eigenen Assoziationen, die mich dazu drängen, hier vorgetragen zu werden. Also ich denke, dass du mit großer Klarheit dein Aufmerksamkeitskonzept vorgetragen hast. Aufmerksamkeit als Praxis ist hier sicherlich das Schlagwort. Und da möchte ich etwas nachhaken. Ich beginne einfach mal damit, das sozusagen als Advocatus Diaboli zu problematisieren und zu fragen, was ist denn hier das Spezifikum der Aufmerksamkeit? Wenn ich Aufmerksamkeit als eine kreative Leistung, als eine Praxis höre, dann scheint es mir so zu sein, als ob es diese klassische Problematik innerhalb der Aufmerksamkeit sozusagen zugunsten der einen der beiden Seiten entschieden würde. Das ist nämlich die Problematik von Passivität und Aktivität. Und in der phänomenologischen Debatte haben wir ja dafür die beiden Ausdrücke bemerken
und Aufmerken. Das Bemerken ist das, was an uns hier herantritt, indem die Passivität stärker ist, das Aufmerken dann der Beitrag des Subjekts, das hier hinzukommt. Sicherlich auch eine Dyade, ein Dualismus, der sich in der Tradition zum Beispiel bei von Uexküll findet, wenn er von Wirkwelt und Merkwelt spricht. In der Merkwelt haben wir die Passivität, in der sich uns etwas erst erschließt, auf der anderen Seite die Wirkwelt, in der wir handelnd werden. Ich will nicht sagen, dass ich das begünstige. Ich möchte dich nur dazu einladen, diese Konzeption von Aufmerksamkeit als Praxis demgegenüber zu rechtfertigen, wenn gewissermaßen die Tradition davon ausgeht, dass wir hier eine immanente Spannung im Aufmerksamkeitsdiskurs haben, bei dem es die beiden Seiten gibt, das Passive und das Aktive. Und eine andere Ansicht desselben Problems ergibt sich vermutlich daraus, dass es Aufmerksamkeitstheorien gibt, die das Subjekt betonen, und dazu gehört vermutlich auch noch Husserl, und auf der anderen Seite beispielsweise Gurwitsch, der mit seiner Theorie des Bewusstseinsfeldes weniger die Aktivität des Subjekts betont, als das Zustandekommen der Subjektivität in einem durch Aufmerksamkeit strukturierten Feld. Hier ist Aufmerksamkeit ein selbstorganisatorischer Prozess, in dem das Subjekt erst zu sich selbst kommt. Es gibt gewisserweise so etwas wie präreflexive Dynamiken, in denen hier Aktivität erst möglich wird. Anders gesagt, traditionell scheint die Passivität das Ursprüngliche, das Begründende zu sein. Und wenn ich dich richtig verstehe, willst du dieses Verhältnis jetzt umdrehen. Du willst die Aktivität, die Praxis an den Anfang stellen. Und damit, und das ist jetzt eine offene Frage, auch das Subjekt ermächtigen, das Subjekt an seinen Platz stellen, um hier in der Aufmerksamkeit kreativ, schöpferisch tätig zu sein. Also das zum einen meine Frage, wie können wir hier das Verhältnis von Passivität und Aktivität im Diskurs der Aufmerksamkeit verorten? Und anschließend eine zweite Frage, und die betrifft so etwas wie diese für die Phänomenologie typische Diskursebene der Präreflexivität. Und da findet sich eben sicherlich zwei Optionen. Die erste ist zu sagen, Aufmerksamkeit ist der ursprüngliche Prozess. Aufmerksamkeit selbst ist etwas, das nicht weiter fundiert wird. Das ist, alle präreflexiven Dynamiken sind Dynamiken der Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit ist vielleicht das Letzte, was wir hier entstehen betrachten können in dieser Reflexion. Es gibt keine weitere Ebene dahinter. Aber dann gibt es auch das Konzept der präattentionalen Dynamiken, so etwas wie das Interesse, die Relevanz, die Aufmerksamkeit einlädt, dass es hier emotionale Dynamiken geben kann, bei denen überhaupt erst etwas ermöglicht, dass wir darauf aufmerksam werden. Und das ist sicherlich insofern mit der ersten Frage verbunden, als wir hier auf der einen Seite die Idee haben, ich gehe durch den Wald spazieren und vor meinem geistigen Auge ist eigentlich der Wald eine große Einheit und die Bäume treten nicht hervor. Und jetzt werde ich auf etwas aufmerksam, sagen wir mal, eine Eule schreit auf. Und jetzt ist die Frage, ist es so, dass ich darauf vorbereitet gewesen sein musste und sonst wäre es im Hintergrund des kontinuierlichen Rauschens im Walde untergegangen, oder konnte mich der Schrei der Eule irgendwie aufwecken, konnte es mein Interesse erreichen, dadurch, dass es mich beispielsweise betrifft, existenziell betrifft, dieser urtümliche Schrei, der mich dann angeht, während alles andere, das Rauschen der Blätter, an mir vorbeigeht, ist dieser Schrei das Spezifikum, das mich emotional angeht, sodass meine Aufmerksamkeit erregt wird. Also,
Hier meine beiden Fragen. Die erste nach der Passivität und Aktivität in deinem Modell und wie es sich zu den klassischen Ideen abgrenzt, dass die Passivität eigentlich im Bemerken das Fundament darstellt. Und zweitens die Frage nach den präattentionalen Dynamiken. Glaubst du, dass es hier etwas gibt, was die Aufmerksamkeit noch fundiert, zum Beispiel Dynamiken von Interessen und emotive, konative Dynamiken? Oder würdest du sagen, dass die Spontanität der Aufmerksamkeit am Anfang der Bewusstseinsstruktur, der Bewusstseinskonstitution steht? Ja, vielen Dank, Alexander. Zwei sehr spannende Fragen. Ich fange mit der ersten zur Aktivität und Passivität an. Ich würde gerne anschließen an dem, was ich auch früher gesagt habe. Also mir scheint es wirklich zentral, unterschiedliche Formen der Aufmerksamkeit zu unterscheiden. Ich glaube, es ist wirklich ein Mythos, ein schlechter Mythos, dass wir dazu neigen, sehr unterschiedliche Aufmerksamkeitserfahrungen so zu konzipieren, als ob wir immer dasselbe erfahren würden, nämlich irgendeine Art von einheitlichen Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ein einheitlicher Begriff der Aufmerksamkeit kann man gewinnen, aber auf einem solchen Abstraktionsniveau, wie wenn man sagt, das ist eine Praxis, dass eben dann irgendwie was auch verloren geht. Also der Fokus soll, glaube ich, schon auf die unterschiedlichen Weisen der Aufmerksamkeit liegen. Klar, steht fest, auch mit dieser schönen Dichotomie, die sowohl Waldenfels, aber auch Blumenberg sehr oft angesprochen haben, in ihren Werken zwischen auffallen und aufmerken. Ja? Und ich glaube, eben solche Beispiele, wie was ich früher als pathische Aufmerksamkeit beschrieben habe, also das Klingeln des Telefons, während ich was anderes tue, das sind eben solche Beispiele, wo das Auffallen, also eine Passivität sicherlich, zuerst einmal da ist, bevor sich die Aufmerksamkeit tatsächlich darauf richten kann oder wie auch immer wir das genauer ausdrücken wollen. In anderen Kontexten ist es sicherlich der Fall, dass das Aufmerken an erster Stelle kommt. Ich nehme mir vor, willentlich und aktiv, dass ich jetzt diese Seite dieses Buches lesen möchte und erst dann fange ich an, sozusagen zu merken, worum geht's in dem Buch, welche Wörter werden da verwendet, wie ist der Stil, ist das vielleicht ein guter Roman oder ein schlechter Roman, also das Merken und das Bemerken stellt sich, glaube ich, da in einer zweiten Schritt ein. Also da ist es wichtig zu unterscheiden. Allerdings ist es, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass selbst wenn wir unterschiedlichen Aufmerksamkeitstypen unterscheiden, wir nicht deswegen sozusagen eine deutliche Klassifizierung treffen können. Das ist passiv, das ist aktiv, sondern in den meisten Typen von Aufmerksamkeit haben wir sozusagen ein Zusammenspiel von Aktivität und Passivität. Ja, oft, also ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es natürlich so, dass ich meine Aufmerksamkeit auf den Film, den ich mir gerade anschaue, deswegen so lange aufrechterhalten kann, weil der Film irgendwie auch spannend ist und mir genau die richtigen Sachen gibt, mit denen ich mich befassen möchte. Also das schwenkt immer auch ein bisschen. Ich kann versuchen, so stark wie ich will, aufmerksam zu sein, aber wenn der Film stinklangweilig ist, dann kann ich auch nichts mehr dafür tun. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel von Aktivität und Passivität ist immer da. Das führt mich direkt auch zur zweiten Frage nach der Präreflexivität beziehungsweise nach der präattentionalen Momenten in unserer Erfahrung. Ich glaube, das ist wirklich eine zentrale Frage. Eine Frage, wo ich im Moment aber auch eine dezidierte Meinung dazu vertreten würde. Das verändert sich in 2 Monaten vermutlich bei mir schon wieder. Aber zunächst einmal habe ich den Eindruck, ziemlich überzeugt davon zu sein. Ich glaube, dass die Formulierung präattentional irgendwie grundverkehrt ist. Das vermag ich in der Erfahrung nicht wirklich zu finden. Ich greife gern dein Beispiel wieder auf. Das ist wunderbar, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, dass ich versuche, diese unterschiedlichen Weisen der Aufmerksamkeit anhand eines konkreten Leitfadens zu beschreiben, nämlich einen Spaziergang im Wald, wo wir sozusagen auf Vogelbeobachtung aus sind. Also wir versuchen sozusagen Vögel zu finden. Und da, was da sich wirklich für mich zentral zeigt, ist, dass das, was ich wahrnehme, immer schon dadurch beeinflusst wird, worauf ich aufmerksam bin. Was meine ich damit? Ich gehe im Park spazieren mit meiner Freundin. Ich habe ein Interesse für die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten von Vögeln. Meine Freundin überhaupt nicht. Ja? Und jedes Mal, dass ich ein besonderes Schrei höre, sage ich, ah, wie toll, das ist eine Blaumeise oder das ist eine Eule oder was auch immer sonst. Meine Freundin sagt,
Was ist so interessant daran, dass es nur ein Vögel wie viele andere? Ja? Also irgendwie ist unsere Erfahrung schon dadurch immer schon geleitet, worauf wir aufmerksam sind. Natürlich können wir dann direkt und ausdrücklich und willentlich unsere Aufmerksamkeit noch extra auf das Geschrei lenken. Ich sage, ja, nee, pass auf, das ist kein normaler Rotkehlchen, sondern es ist ein sehr seltsamer sibirischer Rotkehlchen, der hier Station macht. Und das ist für mich natürlich eine besondere Erregung der Aufmerksamkeit. Ich möchte das nochmal hören, ich möchte den Vogel suchen, was auch immer sonst. Für meine Freundin ist, kommt das nicht in Frage. Sie möchte einfach nur Kaffee trinken gehen, ja, was ich auch gut verstehen kann. Also ich glaube schon, dass selbst die basalsten präreflexiven Ebenen unserer Erfahrung schon von unserer Aufmerksamkeit mitgestaltet sind. Das ist natürlich eben deswegen auch der Begriff der Praxis. Es ist eben ein langwieriger Prozess. Es ist nicht etwas, das sich plötzlich einstellt. Ich habe plötzlich ein Interesse für Vögel. Das ist natürlich nicht der Fall. Mein Interesse für Vögel, meine Aufmerksamkeit auf Vögel hat sich entwickelt wie soll man sagen, also im Rückgriff auf eine besondere persönliche Geschichte, warum faszinieren mich jetzt Vögel so, wo hörte ich zum ersten Mal einen Vögel oder was auch immer, da spielt alles eine Rolle mit. Also insofern zu dieser Problematik, Emotionen, das Konative, das Volitive. Ich würde sagen, es ist etwas immer, das in einer Art Rückkopplungssystem einbezogen ist. Meine Aufmerksamkeit wird gefördert durch meine Interessen und Übungen und Erfahrungen und Wissen und durch meinen Willen. Aber andererseits ist mein Interesse und meine Emotionen und mein Willen dadurch untermauert, wofür ich aufmerksam bin. Also auch in beiden Fällen eine klassische, würde ich sagen, moderne phänomenologische Antwort, beides gleichzeitig. Und das Schwierige besteht gerade darin, plausible Beschreibungen zu liefern, indem aber diese Spannung auch aufrechterhalten bleiben kann. Ich wollte mit Blick auf die Zeit noch ein neues Thema einbringen, das meines Erachtens nicht fehlen darf. In einer Episode bei Fipsi, in der wir das Aufmerksamkeitsthema besprechen. Und das hat für mich eine doppelte Bedeutung. Auf der einen Seite hat das eine systematische Bedeutung, insofern es dem Vorsatz des Formates hier entspricht, einen ganz bestimmten Diskurs zu erschließen, nämlich den zwischen Philosophie und Psychologie. Aber auf der anderen Seite hat es auch eine biografische Bedeutsamkeit, insofern mein Doktorvater Timo Breyer eben ein Buch zur Aufmerksamkeit geschrieben hat, die Phänomenologie der Attentionalität, von der ich ohne Zweifel davon ausgehe, dass sie dir bekannt sein wird. Und dort gibt es einige Passagen, die dafür geeignet sind, jetzt meine letzte Frage zu formulieren oder meinen letzten Impuls in die Diskussion zu übergeben. Und der betrifft eben die Kooperation in der Schließung des Aufmerksamkeitsphänomens, die zwischen Phänomenologie oder als eine Spielform der Philosophie und Kognitionswissenschaft als eine Spielform der Psychologie eben stattfindet und auch vielleicht erforderlich ist. Und da lese ich einfach einmal einen kurzen Passus vor aus der Einleitung dieses Buches. Da heißt es wie folgt: Das Phänomen der Aufmerksamkeit kann als ausgezeichneter Beispielfall für den interdisziplinären Dialog zwischen Phänomenologie und Kognitionswissenschaft betrachtet werden, da sich an ihm in detaillierter Weise die Schnittstelle zwischen reflexiv einholbaren Inhalten des Bewusstseins und den unbewussten prozeduralen Anteilen der Kognition studieren lassen können. Einschlägige Zeugnisse des gemeinsamen Gesprächs sind bis dato in Zeitschriften, Konferenzen und Herausgaben sowie Handbüchern erschienen. Und an späterer Stelle heißt es dann noch einmal mit Blick auf die besondere Bedeutung der empirischen Wissenschaften für die Philosophie wie folgt, nur ein Satz: Die Philosophie braucht die Beunruhigung durch die Wissenschaft. Die Philosophie benötigt das. Also das ist hier die Auffassung, die Timo Breyer vorlegt. Und wenn er da etwas noch holzschnittartig, wie es ja auch dem Format der Einleitung vermutlich geschuldet ist, davon spricht, dass die Phänomenologie gewisserweise eine ausgezeichnete Kompetenz mitbringen würde, die bewussten Anteile der Aufmerksamkeit zu erschließen, die Kognitionswissenschaft demgegenüber das dominante Paradigma ist, mit dem wir eben über die unbewussten, subpersonalen Prozesse sprechen, die dort im Hintergrund laufen, stellt sich für uns hier im Podcast natürlich die Frage, nun, wie ist das Verhältnis? Ja? Wie übersetzt sich
sagen wir, ein neuronaler Prozess oder ein komputational modellierter Akt der zentralen Exekutive in ein bewusst greifbares Erlebnis des Aufmerkens. Ja. Das ist natürlich die 1-Million-Euro-Frage, die ich da jetzt da zum Schluss mitgebe. Kannst du noch eben das Bewusstseinsproblem für uns lösen, bitte? Ja, die Millionen-Dollar-Frage kann ich leider nicht lösen. Schön wäre es, wobei ich denke mir immer, es ist eine klassische Frage, die immer wieder aufkommt. Wäre es wirklich schön, wenn wir die lösen könnten? Ich bin mir nicht so sicher. Also ich mag es, wenn Fragen noch offen bleiben und bin auch zum Teil davon überzeugt, dass es bestimmten Fragen gibt, die sich nicht beantworten lassen. Und diese Fragen sind vielleicht diejenigen Fragen, die philosophisch auch am relevantesten sind. Und ich würde sagen, die Frage gehört sicherlich dazu. Trotzdem ist es aber natürlich spannend zu hinterfragen, warum das so ist und wie das so funktioniert. Und der Versuch ist sehr spannend, natürlich auch die Frage zu beantworten, wie jeder Versuch, auch wenn die Frage nicht beantwortbar ist. Im Bereich der Aufmerksamkeit, glaube ich, ist tatsächlich der Fall, dass Aufmerksamkeitserfahrungen besonders geeignet sind, aus beiden Gesichtspunkten beleuchtet zu werden. Also eine Phänomenologie der Aufmerksamkeit oder eine Philosophie der Aufmerksamkeit, wenn wir breiter sprechen wollen, die Ergebnisse der empirischen Wissenschaften, aber nicht nur der empirischen Wissenschaften, sondern auch der beispielsweise der Literaturwissenschaften oder andere Geisteswissenschaften, aber auch der Soziologie oder was auch immer sonst nicht berücksichtigt, ist natürlich eine Philosophie, die irgendwie mangelhaft bleibt. Nicht nur mangelhaft in dem Sinne, dass sie nicht mehr dazu fähig ist, den Diskurs zu anderen Disziplinen und zu anderen Kolleginnen zu finden, was für mich selbstverständlich zum Alltag gehört oder gehören muss, sondern auch deswegen, weil das Phänomen selbst nicht nur die eigene persönliche Erfahrung zum Phänomen ist, sondern das Phänomen ist auch die Fülle an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir dadurch über dieses Thema erlangt haben. Also für mich steht das ganz klar fest, dass ich Timo Breyer sofort zustimmen würde. Die Beunruhigung durch die Wissenschaft ist absolut notwendig und ist etwas, das jede Philosophin und jeder Philosoph sich stellen sollte. Übrigens, vielleicht nur in einer kurzen Klammer, ich glaube schon, dass tatsächlich auch das Buch von Timo Breyer eine der wenigen Ausführungen im deutschsprachigen Raum ist zur Phänomenologie der Aufmerksamkeit. Das war für mich absolut zentral auf dem Weg zur Entwicklung eigener Ideen. Vielleicht sozusagen als weiterführende Lektüre-Hinweise für die Zuhörerinnen und für die Interessenten. Nicht nur das Buch von Timo Breyer selbstverständlich, sondern auch das Buch von Maren Werle über die Horizonte der Aufmerksamkeit ist eine hervorragende Abhandlung in deutscher Sprache. Und natürlich das schon erwähnte Buch von Bernhard Waldenfels, Phänomenologie der Aufmerksamkeit. Ich glaube, das sind die Dreieckpfeilen zur Phänomenologie der Aufmerksamkeit im deutschsprachigen Raum. Ansonsten als extra Lektüre würde ich auch sicherlich auch von François Dastour und von Nathalie Desprats ihre respektiven Werken auf Französisch sehr schön, weil sie alle eben auch diese Frage diskutieren auf sehr unterschiedliche Weise, natürlich wie Kognitionswissenschaften und Philosophie beziehungsweise Phänomenologie Hand in Hand gehen können. Vielleicht noch ein letztes Wort, eben konkreter sozusagen zur Auseinandersetzung zwischen Psychologie und Phänomenologie in Bezug auf die Aufmerksamkeit. Was ich immer sehr spannend finde, ist sozusagen der Unterschied zwischen qualitativ und quantitativ. Bei den empirischen Wissenschaften ist es notwendigerweise so, dass das Quantitative definitiv die Oberhand gewinnt gegenüber das Qualitative. Das gibt es natürlich auch, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber sagen wir mal so, wenn man sich die heutige Aufmerksamkeitsforschung anschaut, geht es meistens um das Messen von bestimmten Zeitspannen, in dem Probanden eine bestimmte Aufgabe lösen oder der Anzahl der Probanden, die überhaupt eine Aufgabe löst und was auch immer. Das wird quantifiziert und das ist extrem hilfreich, das ist spannend, aber das bedarf auch, glaube ich, der Ergänzung durch eine qualitative Erforschung. Und dazu, glaube ich, gibt die Phänomenologie einige Mittel, die wirklich extrem hilfreich sein können, wenn nicht gar zentral sind, um erforschen zu können, was überhaupt Aufmerksamkeit ist. Ich möchte aber noch vielleicht dafür plädieren, dass man auch Phänomenologie und Philosophie nicht unbedingt als zwei absolut gleichwertigen Ausdrücken verwenden muss.
Phänomenologie ist das, was mich am meisten beschäftigt, und für mich ist das auch sozusagen der Anfang einer philosophischen Beschäftigung. Aber nicht alle philosophischen Fragen, die mit der Aufmerksamkeit verbunden sind, lassen sich phänomenologisch lösen. Und ich würde sagen, gleich der Ausblick in die Ethik ist ein Beispiel dafür. Ich bin zugegebenermaßen kein großer Fan der phänomenologischen Ethik. Ich glaube nicht, dass wir da großartig was entdecken können. Ich glaube aber, dass eine Phänomenologie der Aufmerksamkeit eben der erste Schritt sein kann, um dann Philosophie der Aufmerksamkeit betreiben zu können. In ethischer Hinsicht, in metaphysischer Hinsicht und sicherlich dann auch irgendwann mal, um zurück zum Anfang unserer Diskussion zu kommen, in theologischer oder religiöser Hinsicht. Also sozusagen die Richtungen, in die es weitergegangen werden kann, sind sicherlich mehr als nur die Phänomenologie. Ich danke dir schon mal an dieser Stelle für diesen Aufriss, der letztlich, wie so oft in philosophischen Gesprächen ist, Fortsetzungen in verschiedene Richtungen einlädt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt belassen wir es bei einem Aufriss deiner Aufmerksamkeitsauffassung, die du in einer Habilitationsschrift bald veröffentlichen wirst. Für mich hat der Satz Aufmerksamkeit als Praxis hier eine zentrale Rolle eingenommen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie die verschiedenen Formen der Aufmerksamkeit miteinander in Beziehung stehen oder was sie voneinander unterscheidet. Da gibt es ja eine Vielfalt von psychologischen Namen, die damit verbunden sind, sagen wir mal Vigilanz oder geteilte Aufmerksamkeit, die Daueraufmerksamkeit und viele weitere Begriffe, die mir noch aus meiner Studienzeit bekannt sind, als ich ein Seminar zur Aufmerksamkeit aus rein psychologischer Perspektive besucht habe. Die Frage, wie man diese Perspektiven integrieren kann, ist die Gretchenfrage unseres Podcasts. Wie können Philosophie und Psychologie da Hand in Hand arbeiten? Wie kann man empirisch forschen und gleichzeitig die philosophischen Begriffe weiterentwickeln? Das ist eine Herausforderung, die sich dem Ganzen stellt. Und das ist sicherlich auch die Frage, die ich dir jetzt hier als Abschluss des heutigen Podcasts auf den Weg geben möchte und frage mich, ob du darauf eine Antwort hast. Was ist das verbindende Moment zwischen all diesen Facetten? Wenn wir in der Psychologie forschen, dann ist uns das oftmals gleichgültig. Denn die Psychologie ist nicht darauf angewiesen, dass sie ihre Konzepte durch und durch in ein deduktives Netzwerk einfügt, bei dem gleich auch immer jede Form von Aufmerksamkeit mit der anderen zusammenhängt. Aber philosophisch stellt sich wohl diese Frage, wenn wir sagen, dass es das Bemerken oder das Auffallen gibt auf der einen Seite, das vollständige aktive Aufmerken auf der anderen Seite, was ist der Einheitsgrund davon? Was stiftet hier den Zusammenhang? Ist das der Begriff von Praxis, den du andenkst, den du in dem Mittelpunkt des Konzepts stellst? Hat das diese Spannkraft, die Vielfalt von psychologisch beobachtbaren Phänomenen zusammenzuhalten? Und wenn ja, was ist das für eine Praxis? Das ist vielleicht die Frage, die mich jetzt am meisten reizt, zu wissen, was das für eine Form von Handlung ist, die spezifisch für das Aufmerken ist. Also, meine Abschlussfrage, was ist der Einheitsgrund allen Aufmerkens? Ist es die Praxis? Und wenn es die Praxis ist, was zeichnet diese spezifische Handlungsform aus, die uns aufmerken lässt? Ja, vielen Dank. Ich versuche das sozusagen auf den Punkt zu bringen, obwohl das wie immer in der Philosophie das Schwierigste ist. Ich würde sagen, dass Aufmerksamkeit deswegen eine Praxis ist, weil das etwas ist, das wir tun. Also sicherlich eine Form der Handlung. Etwas, das wir tun, und zwar auch, wo meine Leiblichkeit, unsere Leiblichkeit involviert ist. Wir sind leiblich aktiv, wenn wir aufmerken. Man könnte sagen, ja, es gibt aber eine Reihe von Praktiken, ja, muss ich nicht einzeln erwähnen, aber was zeichnet jetzt die Aufmerksamkeit aus? Und meine Antwort auf diese Frage ist brachial, aber vielleicht auch deswegen pointiert, ist eine Strukturierung. Also jedes Mal, dass unsere Erfahrung gestalthaft, würde Merleau-Ponty sagen, ich würde eher von Struktur sprechen, strukturiert ist, können wir sagen, dass wir
in dem Moment Aufmerksamkeit auch ausüben. Klassische Beispiele sind leicht zu finden. In dem Moment, wo wir wirklich konzentriert aufmerksam sind auf irgendetwas, strukturiert sich unsere Erfahrung sozusagen um dieses Zentrum der Aufmerksamkeit herum. Wenn wir einen entspannten Spaziergang im Park machen und dabei offen sind für die Eindrücke, die kommen und was auch immer, wir sind auch natürlich aufmerksam, nicht auf eine konzentrierte Art und Weise, aber der Genuss der Landschaft oder des Spaziergangs stellt für uns immer noch der Referenzpunkt, um den herum sich die ganze Erfahrung dann strukturiert. Also ich würde sagen, das ist diejenige Aufmerksamkeit ist diejenige Praxis, die in unsere Erfahrung eine Struktur hineinbringt. So würde ich das sagen. Das kann man sich vielleicht auch ex negativo klar machen. In den Momenten, wo wir völlig zerstreut sind beim Mindwandering, eben um noch eine Brücke zu schlagen, uns befinden, dann erfahren wir diese Strukturiertheit gerade nicht mehr, sondern wir haben eher den Eindruck, dass unsere Gedanken fließen, dass wir eben keine genaue Richtung mehr eingeschlagen haben, dass diese Sachen sich aneinander reihen in einer eher chaotischen Art und Weise. Wenn Struktur reinkommt, dann sind wir irgendwie aufmerksam in einer der unterschiedlichen Art und Weisen, in denen wir aufmerksam sein können. So wie du gesagt hast, es gibt in der Philosophie ewige Probleme. Die Aufmerksamkeit könnte gerade dazugezählt werden. Und ewige Probleme erfordern unendliche Gespräche. Und genauso fasst man die Philosophie im Ganzen auf. Ja, es gibt diese schöne Passage bei Richard Rorty, der davon spricht, dass die Philosophie nichts anderes ist als dieses Selbstgespräch der Menschheit mit sich über die Generationen, über die Jahrhunderte hinweg. Immer dieselben Fragen. Fipsi reiht sich da mit einem gewissen Stolz ein. Wir sind froh und ehrfürchtig auch vor diesem Menschheitswunder, das die Philosophie ist, und schließen uns gerne dieser Solidargemeinschaft an. Ich freue mich, dass wir heute eben unseren Teil dazu getan haben. Bedanke mich bei euch beiden nochmal herzlich für das Gespräch. Alexander, bei dir, dass du den Co-Host machst, ohne den Fipsi nicht möglich wäre. Bei dir, Diego, natürlich in ganz besonderer Weise als unser Ehrengast heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr schöne und erbauliche Gespräch. Und ich habe es gerade vergessen, in der Zweistrukturierung, in der Zweierstrukturierung. Natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, ohne die das Ganze ebenso wenig Sinn hätte. Ja, ich bedanke mich auch wirklich ganz herzlich bei euch beiden für das anregende Gespräch, für die Einladung, da mitzumachen. Ich habe sehr viel gelernt durch eure Fragen und Kommentare und ich würde mich durchaus freuen, wenn das Gespräch in irgendeiner Form weitergeführt werden könnte. Vielen Dank. Mit größter Freude wird es so sein. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern das Beste und wir hören uns beim nächsten Mal.